Was genau bedeutet Bekehrung? Was genau ist die Wiedergeburt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bekehrung ist immer mit Buße, Glaube, Gnade, Sünde und Liebe verbunden. Buße bedeutet Umkehren von Sünde, der Sünde den Rücken kehren und weggehen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Als nächstes haben wir Glaube. Der Glaube in der Bibel ist sehr wichtig. Der Glaube bringt das Ganze zum Rollen. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Als nächstes haben wir Gnade. Das ist das, was der Herr uns schenkt, seine Gnade. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf die gleiche Weise wie jene. Als nächstes kommt die Sünde, nämlich die Übertretung vom Gesetz Gottes. Wir sind alles Sünder und wir brauchen die Gnade und die Vergebung unseres Herrn Jesus Christus. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist der Zustand, nämlich Sklave der Sünde, bevor man zum Herrn kommt. Als nächstes haben wir die Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Kommen wir einmal zu den Elementen. Punkt 1 ist das Bewusstsein zu haben, dass man ein verlorener Sünder ist und dass nur Jesus Christus mich, also dich, retten kann. Rettung nur durch Jesus Christus. Punkt 2, Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz für mich bezahlt, sein Tod für sich in Anspruch nehmen. Punkt 3, der Glaube, dass Gott die Verheißung erfüllt, wenn jemand mit Reue zu ihm umkehrt. Punkt 4, das alles mit einer Entscheidung für Jesus Christus, dass dein Leben ihm ganz gehört, macht dich zu einem Christen. Dir muss wirklich bewusst sein, dass der Herr Jesus Christus dir alles vergeben kann. Dass du das, was er am Kreuz vollbracht hast, wirklich für dich annimmst. Das ist deine persönliche Entscheidung. Und wenn du wirklich mit Reue vor ihm stehst und wirklich Buße tust, so ist er gerecht und wird dir alles vergeben und dich mit seinem Blut reinigen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.